Moin Leute, willkommen zurück zu einem neuen Grand Cross Video von mir. In diesem Video möchte ich euch vorstellen, wie ihr SSR-Anhänger und SR-Anhänger erhaltet. Dadurch, dass ich immer wieder in meinen Kommentaren sehe, ey, jo, wie kann es sein, dass du schon so viele Charaktere auf Level 75 hast, ich noch gar nichts habe. Und die Antwort lautet meistens, ja, ihr gebt Geld für das Spiel aus, ganz easy. Und das ist halt einfach nicht die Antwort. Die meisten von euch, die schon ein bisschen in diesem Spiel drin sind, werden schon die meisten Methoden kennen. Davor möchte ich aber einmal sagen, dass heute Abend um 21 Uhr im Stream mein allererstes Turnier startet. Also extrem geil, ich freue mich sehr darauf. Die Spiele sind zum Zeitpunkt des Videos wahrscheinlich alle schon gespielt worden, dadurch, dass sie um 13 Uhr waren. Die Ergebnisse des Halbfinales und Finales sind allerdings noch nicht veröffentlicht. Das heißt, wenn ihr sehen wollt, wer der Sieger ist, wer Platz 3 und 1 und 2 gemacht hat, dann müsst ihr einmal im Stream dazu einschalten. Heute um 21 Uhr werde ich das ganze Livestream. Wir gucken uns ein paar Matches aus dem 32. an. Wir gucken uns ein paar aus dem, 16. am Anfang, dann das 8. und aus dem 4. an und dann natürlich das Halbfinale und das Finale. Ich freue mich extrem drauf und hoffe, dass ihr alle heute Abend dabei seid. 21 Uhr auf Twitch. Der Link ist in der Videobeschreibung. Schaut bitte, bitte vorbei. Also, was meine ich damit, dass die meisten schon die Tipps kennen? Ich mache einfach mal eine super, super schnelle Zusammenfassung, sodass, wenn ihr das schon mal irgendwie gehört habt, ihr wisst, das Video lohnt sich nicht für euch. Falls ihr sagt, ey, yo, so nicht für 90, möchte ich trotzdem supporten, guckt das Video trotzdem bis zum Ende. Das würde mich extrem supporten, selbst wenn ihr das Video kennt. Ihr könnt es ja irgendwie stumm schalten und einfach nebenher laufen lassen. Wie gesagt, mir würde es helfen. Aber für die, die länger dabei sind, Freundescoins, die Werbung schauen nach dem Spezialverlies, Events immer mal wieder spielen und in der Gilde shoppen gehen. Das sind die Sachen, über die ich heute sprechen werde, zumindest die Free-to-Play-Sachen. Ansonsten kann man natürlich immer noch Pay-to-Play sich auch was holen, aber das ist jetzt nicht so der Fokus heute, denn wie gesagt, es geht mir darum, dass die Free-to-Play-Spieler wissen, warum ich SSR-Anhänger und SR-Anhänger habe und woher und wie ihr diese auch kriegen könnt. Also, fangen wir erstmal mit dem aller simplesten an. Und ihr habt, wie gesagt, alles schon aus irgendwelchen anderen Videos gehört. Das heißt, wenn ihr auch alle Videos von mir gesuchtet habt, dann werdet ihr das, was die vier Punkte, die ich gerade gesagt habe, alle kennen. Aber das allersimpelste ist hier unten der Shop. Wenn ihr hier in den Shop geht, dann gibt es ja immer diesen schönen Münzshop mit dem King drauf. Und da kann man ja fröhlich shoppen gehen für Platin, Gold, Silber und Freundschaftscoin. Die Goldcoins bzw. die Silbercoins für SR-Anhänger und SSR-Anhänger auszugeben, das ist natürlich eher so eine Sache, die... ja, wahrscheinlich sich mehr lohnt als Pay-to-Play-Spieler als Free-to-Play. Ich mache das, ja, aber im Prinzip sollte man eher darauf achten, dass man sich die Charaktere holt. Ab und an hole ich mir gerade die SR-Anhänger, da ich finde, dass in diesem Spiel ein großer SR-Anhänger-Mangel herrscht. Ein sehr, 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 sehr großer. Ich habe mir also schon locker 50 Anhänger hier gekauft oder ähnliches. Und ihr braucht halt einfach für einen Charakter mittlerweile 43 SR-Anhänger, was halt echt heftig ist. Aber das Allerwichtigste für euch, um SSR-Anhänger und SR-Anhänger aus diesem Shop zu holen, ist Freundschaftsshop. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Und da könnt ihr bis zu 2000 Coins euch holen. Und da gibt es ja hier diese Event-Verlies-Schlüssel für 2000 Coins. Wenn ihr die zusammen habt, sind das 3 Runs im Event-Spezialverlies. Und ihr kriegt mittlerweile Coins. Wie viele Freunde haben wir? Damit wir das mal ganz easy hochrechnen können. Wir haben 39 Freunde. Allen von diesen schickt ihr 20 Coins. Das bedeutet, dann seid ihr bei fast, ja, 800 Coins fürs Senden. Ihr erhaltet Coins dadurch, dass die euch was zurücksenden. Damit seid ihr bei 1600 Coins mittlerweile am Tag. Nur durch eure Freundschaftsliste. Wenn ihr dann vielleicht nochmal Glück habt, dass die Leute euch benutzen, wenn ihr Dungeons spielt oder ihr selber Freunde benutzt, wenn ihr Dungeons spielt und ähnliches, gibt es ja auch jedes Mal 10 Coins oder 5 Coins. Und das läppert sich auch nochmal, sodass man mittlerweile fast sogar manchmal 2000 Coins am Tag zusammenfarmen kann. Und das ist dann halt einfach ein Event-Verdienstschlüssel. Und ich weiß gerade von vielen Free-to-Play-Spielern, die wollen sehr viel zocken. Und das ist immer so eine persönliche Abwägung. Brauche ich gerade mehr Charaktere, die auf dem Max-Level sind? Oder brauche ich gerade mehr Food? Brauche ich gerade mehr, keine Ahnung, Materialien, um noch meine Charaktere, auf die ich mich fokusse, zu erwecken? Dadurch, dass ich am meisten sage, fokussiert euch auf so ein paar Charaktere. Da klar, dann kann man auch mal auf die Ausdauertränke gehen. Ich empfehle es aber meistens eher nicht. Ich finde es aber auch geil, viele verschiedene Charaktere gelevelt zu haben. Wenn ihr wirklich effektiv spielen wollt, würde es sich mehr lohnen, auf Charaktere zu fokussieren. Und dann kann man auch mal sagen, okay, vielleicht ab und an mal ein Ausdauertränk zu kaufen ist okay, aber ich gehe immer auf die Event-Verlies-Schlüssel. Es sei denn, in Videos spiele ich PvP, dann hole ich mir auch mal so ein Ticket. Das ist das allererste und ich finde auch schon wichtigste, wenn man das beachtet, hat man hier drin nämlich schon. Nein, ich möchte jetzt wieder zurück in den Kampf. Und zwar in das Spezialverlies. Ihr kauft ja die Schlüssel für das Spezialverlies hier oben für das Event, wo ihr ja auch am Tag 3 Coins so kriegt. Das heißt, durch die Freundesmünzen kriegt ihr nochmal 3 oben drauf. Dann seid ihr bei mindestens 5 Coins am Tag, wenn ihr sagen, ihr könnt die 3 nicht täglich holen, ja. Ihr kriegt die 3 nicht täglich, weil ihr noch nicht Level 70 seid. Ihr kriegt vielleicht nur die 3 alle 1,8 Tage oder sowas. Dann habt ihr wenigstens auch 5 Coins am Tag, was sehr geil ist, um hier einfach mehr SSR-Anhänger zu fahren mit Glück und natürlich hier oben auch SSR-Anhänger rauszukriegen. Das ist so das, was ja euer Ziel sein sollte, hier SSR-Anhänger zu kriegen. Und jedes Mal,
am Tag, wenn ihr diese Dungeon hier spielt, ja, da braucht ihr nicht nur Events spielen, ihr könnt auch Aufwerten spielen, ihr könnt auch Entwickeln spielen, ihr könnt Gold spielen, ihr könnt spielen, was ihr wollt hier drin, in diesem SP-Verlies, also Spezialverlies von Sawgrass. Danach wird euch immer gefragt, beziehungsweise wird euch angezeigt, ey, yo, wollt ihr kurz einen 30-Sekunden-Clip gucken? Und dafür dürft ihr einmal so ein Roulette rollen. Dieses Roulette, was ihr dann rollen könnt, ist so ähnlich wie hier im Wildschweinhut. Da gibt es ja auch gerade ein aktuelles Event, wo ihr sozusagen Tickets farmt. Und dann könnt ihr für diese Tickets auch hier oben, zack, wir kennen es bestimmt nicht, beziehungsweise ich hoffe, ich kenne es. Ihr könnt ja auch Drehtickets benutzen, um zu drehen. Das ist genau das gleiche quasi. Ihr geht ins Spezialverlies, spielt das, guckt die Werbung und dürft dann drehen. Und das Ganze könnt ihr bis zu 3-mal am Tag machen. Ihr kriegt nicht jedes Mal, wenn ihr einen Dungeon spielt, beziehungsweise wenn ihr ein Level spielt, die Werbung als Option ausgespielt. Bei mir ist es so ungefähr alle 5 bis 10 Level, dass ich einmal die Werbung gucken kann, beziehungsweise einmal am Tag, wenn ich starte, kann ich Werbung gucken und dann alle 5 bis 10 Level oder sowas. Also man muss auch zwischendurch hier ein paar Golddinger verwenden. Man muss vielleicht wenigstens einmal entwickeln spielen. Aber meistens reichen die Goldschlüsse, wenn ihr die nie voll macht und die Events. Also solange ihr die beiden nicht voll macht, reicht das, um die Werbung gucken zu dürfen. Und falls ihr sie ausgeblendet habt, ist unten rechts, glaube ich, irgendwo ein Button, dass ihr die Werbung wieder einblenden könnt. Und das ist sehr wichtig, aus dem ganz einfachen Grund, dass ihr, glaube ich, eine 1/8 Chance habt, also 12,5%, den gleichen Schlüssel zu kriegen, den ihr hier auch im Münzenshop kriegen könnt, also für die Freundschaftscoins. Also quasi 3 Runs mit einer 3/8 Chance, yeah, beziehungsweise mit einer 1/8 Chance, 3-mal am Tag. Also sehr wertvoll, falls ihr SSR-Anhänger und SR-Anhänger farmen wollt, die man ja hier einfach farmen kann. Dann eher eine Kleinigkeit, die man aber auch immer bedenken sollte, die ich auch immer wieder, die ich schon in vielen, vielen Videos beachtet habe, beziehungsweise erwähnt habe, ist, klickt hier oben gerne auf Events und guckt, was es hier so an Events gibt. Es gibt meistens Entwicklungsevents, die resetten sich, glaube ich, alle 1 bis 2 Wochen. Da kann man mal Glück haben wie hier, dass ihr SSR-Anhänger kriegt. Es gibt hier Events, wo es auch mal glücklich sein kann, dass ihr SSR-Anhänger kriegt. Also achtet einfach darauf, aber ich glaube eher hier als hier, beziehungsweise, also ich glaube eher hier drin, zumindest achtet einfach auf diese Events, da kann es auch mal sein, dass ihr Missionen habt, die euch SSR-Anhänger bringen. Das letzte, was ich jetzt nochmal ein bisschen stärker fokussieren möchte, ist etwas, worauf ich gerade vor kurzem erst eingegangen bin, als ich über die ganzen Shops geredet habe, und da war einer der Shops, über die ich geredet habe, auch der PvP-Shop. Das habe ich, glaube ich, genau, der PvP-Shop, da habe ich, glaube ich, auch über den Gildenboss-Shop, Entschuldigung, wir gehen jetzt natürlich in den Gildenboss-Shop, und ich habe auch über diesen Minden-Shop geredet, das heißt, da habt ihr vieles davon schon gehört. Und hier in diesem Shop, wenn ihr reingeht, dann seht ihr, glaube ich, auf Stufe 3 oder sowas, zack, nee, Stufe 4, okay, seht ihr SR-Anhänger, und wenn ihr auf Stufe 6 hochgeht, seht ihr sogar SSR-Anhänger. Das heißt, wenn ihr effektiv diese Anhänger farmen wollt, farmt Dämonen auf Extrem. Dazu habe ich tatsächlich auch ein eigenes Video gemacht, dass ihr immer Dämonen farmen solltet. Das lohnt sich nicht nur für die Materialien, die ihr kriegt, sondern auch, weil ihr bei eurer Gilde hingehen könnt und sagen könnt, okay, ich möchte einen Beitrag leisten, ich möchte hier meine 50 Dinge am Tag spenden, und dann spendet ihr hier super viele Dinger und sagt, dadurch kriegt ihr für jeden dieser Punkte, die ihr spendet, kriegt ihr eine Münze. Bedeutet, ihr kriegt 50 Münzen am Tag. Alleine durch dieses Münzenspenden könnt ihr also alle 6 Tage einen SSR-Anhänger extra euch kaufen. Vom Wert her ist es natürlich wertvoller, sich den SSR-Anhänger zu kaufen. Dadurch, dass der SSR-Anhänger 300 kostet, und ja, dann braucht ihr davon 3 Stück für ein Update. Von dem anderen braucht ihr 10, das heißt hier 900. Entschuldigt, das heißt hier sind es 800. Also 800 Coins hier für ein Level Up und 900 Coins hier für ein Level Up von einem SSR-Helden. Also das ist so der kleine Vergleich. Guckt einfach, was ihr gerade braucht, und kauft euch dementsprechend das, was ihr dann gerade haben wollt. Das letzte ist jetzt, wie gesagt, eher so ein Pay-to-Play-Tipp, sage ich mal, beziehungsweise nochmal der Hinweis, was ihr jetzt Pay-to-Play machen könnt, und die Beantwortung der Frage, ob ich das gemacht habe, ja oder nein. Hier im Gegenstandshop könnt ihr euch für 5 Diamanten auch 3 Event-Verlies-Schlüssel kaufen. Das sind also diese einzelnen, das heißt, ihr kriegt eine Kugel mal 3, also auch wieder genau das gleiche, wie ihr jetzt zum Beispiel im Freundschaftscoinshop kauft. Da kauft ihr so 3 Schlüssel auf einen Schlag, und hier kauft ihr auch 3 Schlüssel auf einen Schlag für 5 Diamanten, die auch direkt eingesetzt werden. Das ist kein Item, das ihr dann kriegt, ihr habt direkt diese 3 Dinger eingesetzt. Und ich habe tatsächlich mir das auch schon regelmäßig gekauft, ja. Das heißt, die Leute, die unter den Videos schreiben, hey, es ist Pay-to-Play und er gibt einfach Geld dafür aus, haben zwar recht, aber ich habe hier maximal 70 Diamanten reingesteckt, mehr auch nicht. 70 Diamanten sind also 6 mal 7 sind ungefähr 42 Event-Runs mehr. 42 Event-Verlies-Runs mehr insgesamt seit 2 Monaten ist jetzt auch nicht so, als würde das den riesen Unterschied zu Free-to-Play-Spielern machen. Beziehungsweise selbst Free-to-Play-Spieler könnten hier theoretisch was reinstecken, wenn sie es wollen würden. Aber als Pay-to-Play finde ich das sehr, sehr geil, weil ich halt viele Helden habe und ich gerne alle Helden auf 75 haben möchte.
Und ich muss mal gucken, wann ich da wieder was reinstecke. Aktuell bin ich nur bei 43 Diamanten. Wenn ich so wenig Diamanten habe, gebe ich dafür nichts aus. Gerade weil ich jetzt fast alles in Escanor investiert habe. Aber das ist halt so das Letzte, was man noch bedenken kann. Und wenn ihr sagt, ey, yo, Sonius94 gibt Geld aus, damit er die ganzen Charaktere entwickeln kann. 70 Diamanten habe ich ausgegeben. Der Rest ist Free-to-Play, wie ich es euch gerade gezeigt habe. Alle Tipps, die davor kamen, waren Free-to-Play. Und ihr könnt eure Charaktere wie nichts Gutes entwickeln. Ihr habt so viele Möglichkeiten. Nutzt diese Möglichkeiten. Beziehungsweise, wie gesagt, 50 SSR-Coins habe ich auch ungefähr nochmal gekauft. Deswegen habe ich ein paar mehr SR-Charaktere auch hochgelevelt. Aber ansonsten, SSR-Coins habe ich nie gekauft im Coinshop. SSR ist alles gefarmt, was ihr hier seht. Und damit, da hat man immer noch viele hier unten, die fehlen. Aber man hat schon mal ein gutes Stückchen, das man aktuell haben kann. Und ich hoffe, dass ihr diese ganzen Tipps mitnehmt. Ich hoffe, dass ihr vielleicht irgendwas daraus gelernt habt. Wenn ja, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben. Und ansonsten verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch. Das war's von mir, eurem Sonius94.